Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das Video hier starten soll. In den letzten Tagen ist einiges bei mir passiert. Ihr wisst, wovon ich rede, Leute. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, aber wie aus dem Nix, am 12. Februar 2020 habe ich 50 Cent auf der Straße gefunden. Ich konnte es nicht glauben, Leute. 50 Cent. 50. Das ist mehr, als ich mit YouTube verdiene. Damit kann ich ein ganz neues Leben anfangen. Das ist unglaublich, wie ein Geschenk von den Göttern persönlich. Ach ja, und CEO hat mich gepusht. Spaß beiseite. Letzten Donnerstag hat CEO mich in seinem Format CEO und das Internet als Kanal der Woche vorgestellt und ab diesem Punkt sind meine Abozahlen von 1270 Abonnenten auf über 9000 gestiegen. Obwohl ich meinen Kanal zwar bei ihm eingeschickt habe, habe ich nicht wirklich damit gerechnet, von ihm erwähnt zu werden. Und jetzt bin ich ein bisschen überfordert mit den ganzen Kommentaren, Abos und Likes. Ich bin immer noch dabei, alles zu lesen, aber es ist wirklich unnormal viel geworden. An der Stelle will ich mich einfach bei CEO bedanken und natürlich auch bei den ganzen Leuten, die neu zu mir rübergekommen sind. Danke. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, so viel Aufmerksamkeit auf einmal zu bekommen. Ich weiß noch genau, wie hart es war, überhaupt erst auf 100 zu kommen und dann auf 1000. Also Leute, direkt 8000 Abos mehr zu bekommen, ist eigentlich ein Fehler in der Matrix. Deswegen, meine Muchachos, will ich nicht so tun, als wäre nichts gewesen und in diesem Video auf ein paar Fragen eingehen, die unter meinem letzten Video geschrieben wurden. Das sind immerhin über 300. Wie kamst du auf deinen Namen? Ehrlich Leute, ich würde jetzt gerne heftige Geschichte erzählen, sowas wie, dass mir ein alter chinesischer Großmeister den Namen mit Ehre verliehen hat, nachdem ich sein 20-jähriges Kung-Fu-Training in Tibet absolviert habe, aber es ist eigentlich ziemlich langweilig. Als ich anfangen wollte mit YouTube-Videos, habe ich einen Namen gebraucht, aber mir ist halt nichts eingefallen. Und eines Tages war ich dann im One-Piece-Wiki unterwegs, weil Leute, ihr müsst wissen, ich bin ein großer One-Piece-Fan und da bin ich zufällig auf den Charakter Albion gestoßen. Der ist eigentlich komplett irrelevant in der Serie und ein ziemlich hässlicher Vogel noch obendrauf, aber irgendwie ist der Name bei mir stuck geblieben. Ach übrigens, weil Leute immer noch den Fehler machen, ich heiße nicht Albino. Das hier ist ein Albino. Das bin ich. Irgendwie komisch, dass CEO dich pusht, aber er nicht dabei ist. Da muss ich unbedingt was zu sagen. Es gab einige Leute, die sowas geschrieben haben wie, warum hast du CEO nicht in deiner Liste drin gehabt? Der macht doch heftige Videos. Ja, macht er. Aber ich kann euch sagen, warum er nicht in meiner Liste drin war. Ich habe ihn vergessen. Ich weiß, wie dumm sich das anhört, aber lasst es mich erklären. Als ich die Idee hatte, ein Video über meine Lieblings-YouTuber zu machen, musste ich natürlich erstmal schauen, wen ich denn alles abonniert habe. Und dafür habe ich auf meine abonnierten Kanäle geklickt und durchgescrollt. Das Ding ist, CEOs Name fängt mit Z an, weshalb er ganz unten in der Liste ist. Dadurch habe ich ihn so ein bisschen übersehen, ehrlich gesagt. Und in meiner Abo-Box war zu dem Zeitpunkt auch kein Video von ihm. Dasselbe gilt auch für Unsympathisch TV, den ich auch in die Liste hätte packen sollen. Aber okay Leute, holen wir das nach. Abonniert CEO. Er macht gute Videos. Das wusstet ihr sicher noch nicht, weil ihr ihn ja nicht sowieso alle schon abonniert habt. Hast du was gegen Rothaarige? Ja, ich hasse die wie die Pest, Digga. Die sollen alle in der Hölle verrecken. Puh! Ihr seid die Diener von Satan. Würdest du vielleicht mal ein Video allgemein über Animes machen? Weiß nicht, wie gut du mit Anime vertraut bist, aber da du ein Kanalbild von Mob Psycho hast, ich bin allgemein auch sehr Anime interessiert und kenne da jeden Scheiß, da fände ich mal ein Video über zum Beispiel deine Lieblingsanime und oder die Vorteile gegenüber Anime interessant. Das ist eigentlich eine gute Idee, aber ich habe nicht vor, dazu extra ein Video zu machen. Ich kann aber kurz was zu Anime allgemein sagen. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich richtig viel geschaut, aber aktuell ist da bei mir echt nichts los. Ich habe seit Monaten keinen neuen Anime angefangen, weil ich gerade auch gar nichts Gutes finde. Und der Fokus liegt auf gut. Ich habe nämlich echt hohe Ansprüche, wenn es um Serien und Filme geht. Klar könnte ich Fairy Tale schauen, aber selbst wenn ich mir jeden Tag 10-mal einen wichsen würde, wäre das noch eine bessere Zeitbeschäftigung. Aber wenn ihr irgendwas empfehlen könnt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ach ja, und zu den Vorurteilen, ich muss sagen, irgendwie sehe ich davon kaum noch was. Also ich habe das Gefühl, vor allem durch Netflix und Amazon Prime ist Anime über die letzten Jahre viel mehr Mainstream geworden und du wirst nicht mehr wirklich dafür verurteilt, wenn du Anime schaust. Bald machst du mehr Aufrufe als Commander Klicklos. Ich weiß nicht, ob das so schwierig ist. Wie alt ist denn bitte der Overwatch-Clip am Ende? Da ist das Level ja noch im alten Design. Ich muss euch was gestehen, Leute. Die meisten Gameplays sind gar nicht von mir. Vor allem nicht die Overwatch-Clips. Ich habe das Spiel nicht mal. Ich nehme die alle von dem Kanal, der die gratis zur Verfügung stellt. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ich habe keine Ahnung, ob das Level-Design alt oder neu ist. Du könntest mir wahrscheinlich sogar einen Clip von Paladins zeigen und ich würde denken, das ist Overwatch. Ich finde das Spiel zwar geil von dem, was ich gesehen habe, aber wenn ich es mir irgendwann holen würde, dann wahrscheinlich, wenn Overwatch 2 rauskommt. Ansonsten, ihr wisst, Leute, ich bin sowieso kein großer Gamer. Höchstens von meiner Ernährung her. Aber okay, das reicht. Ihr habt noch viel mehr Kommentare geschrieben, aber ich kann leider nicht zu allen was sagen. Ihr könnt mir aber gerne mal schreiben, ob ihr
Scheiße, mir fällt nichts ein. Ob ihr schon mal versehentlich auf eure Hand gepisst habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Ciao.